Der Familienberg Hinterreit ist das ideale und kostengünstige Familienskigebiet in Maria-Alm. Bestens präparierte Pisten und moderne Liftanlagen sorgen für einen garantierten Skispaß für die ganze Familie. Dort befindet sich unter anderem auch die FIS-Trainingsstrecke, auf der die Top-Weltcupläufer wie Marlies Schild oder Benny Reich trainieren. Dass Spitzenathleten wie Benny Reich, Lindsay Vonn, Katrin Hölzl und Co. nicht auf den Skipisten der Touristen und Einheimischen trainieren können, ist völlig klar. Hier auf der FIS-Trainingsstrecke am Hinterreitlift zwischen Saalfelden und Maria-Alm finden Sie ideale Bedingungen zum Trainieren und Testen. Die hier errichtete Trainingsstrecke hat alles zu bieten, was die Athleten auf den verschiedensten Weltcuprängen erwartet. Zwei Steilhänge, zwei Geländekuppen und ein Flachstück erlauben den Trainern auf 1,1 Kilometer Länge und 70 Meter Breite alle erdenklichen Schlüsselstellen des Skisports nachzustecken und die Beschneiungsanlage garantiert bis ins Frühjahr beste Verhältnisse. Neben den Dauergästen der österreichischen Damen- und Herren-Nationalmannschaft haben auch Schweizer, amerikanische, norwegische, deutsche und britische Teams den Hinterreitlift als ideales Trainingszentrum entdeckt. Na, es geht super. Jetzt bereiten wir uns auf Bormio vor. Jetzt ist zwar wieder ein bisschen wärmer geworden, aber die Verhältnisse sind sehr gut zum Trainieren. Ja. Es ist lässig zum Skifahren und ja, wie gesagt, jetzt schauen wir, dass was weitergeht und für die nächsten Abfahrt. Und wir kommen einfach sau gern jetzt mal zum Peter daher, weil der einfach perfekte Pisten für uns immer hat und sehr freundlich und gastfreundlich sind zu uns und ja, wir trainieren sehr gern hier. Ja, die Training heute war ganz gut. Die Schnee war sehr, sehr gut und sehr hart und es hat gestern geregnet, so das passiert nicht oft, wenn du hast gut Schnee nach schlechtem Wetter und hier in Hinterreit war die einzige Ort, wo wir können gut trainieren und bei mir war das super. In den 80er Jahren wurde ein zweiter Lift am Hinterreit erbaut. Durch eine Beschneiungsanlage und schneearme Winter in den 90er Jahren suchten viele Skifahrer Trainingspisten. Seitdem sorgt Peter Hörl jeden Tag im Winter für eine gute Pistenbeschaffenheit und Trainingsstrecke. Ich bin nie wohin gefahren, weißt du, aber in der Arbeit, wenn wir noch keine Beschneiung gehabt haben, oft mit 20 cm Schnee eine Piste gemacht. Und da für die Rennläufe ist eigentlich auch nicht das, was steht auch hier, dann sehr oft, wenn der Weltcup rennt, ist, wie lange das die da brauchen. Und ich habe halt, ich mache mir einen Schnee gerecht und ich muss halt gerecht verarbeiten, weil bei mir müssen selber trainieren. Siehst du, wie es heute ist, mindestens nur trainieren, oder? Nie eine fertige Rennpiste nicht. Und im Winter, wenn es einmal einen halben Meter schneit, sie mich selber macht, hätte er früher trainieren. Nicht. Die Pisten, die der Peter da immer wieder auf den Berg aufzaubert, die begeistert eigentlich alle Teams. Vor allem, sie wissen, was sie kriegen, wenn sie herkommen. Sie haben ja, einfach sicher die Bedingungen, die sie brauchen. Und die finden sie halt vor und können sie auch sehr effizient nutzen, in relativ kurzer Zeit viele Trainingsfahrten machen. Und ist eigentlich wichtig für die Teams, die im Winter ziemlich unter Stress sind, dass sie in kurzer Zeit ein perfektes Training kriegen. Ja, also das hat er wirklich gut im Griff. Das ist die jahrelange Erfahrung und weil halt doch sehr viele Teams, Weltcup-Teams auch immer daher zum Trainieren gehen, da hat er natürlich schon einen gewissen Druck, dass er es gut machen muss. Aber ja, wie gesagt, er hat das echt gut drauf. Und sobald da Schnee ist, bringt er einfach schon eine super Unterlage her. Und da weiß er dann genau, wie man das mit der Raupe oder eben auch nicht mit der Raupe behandeln muss, dass das auch so bleibt. Im Berggasthof Hinterreit finden die Skistars nach harten Trainingseinheiten Ruhe und Entspannung. Dort waren im Laufe der Jahre schon viele Weltcup-Teams zu Gast. Ja, wir haben jetzt für die Amerikaner das Abfahrtsteam da, dann das österreichische Abfahrtsteam ist da gewesen, wir haben das deutsche Nationalteam da, Damen, dann das amerikanische Nationalteam, Damen ist jetzt auch da gewesen, Technik, und das Schweizer Europacup-Team ist momentan da. Es wird jetzt in die nächsten Wochen werden eigentlich so ziemlich alle Teams, die so im Weltcup tätig sind, so nach der Reihe ankommen. Es kommen die Schweizer Herren Technik Abfahrt, kommen jetzt dann über Weihnachten und ja, durch die Bank. Für die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver wird im Hinterreitlift schon hart trainiert. Die Ziele und Erwartungen der Läufer sind dabei eher bescheiden. Ja, Vancouver ist schon ein großes Ziel für mich. Für Amerika ist die Olympischen Spiele schon die größte, was gibt's für Sport. Ja, ist klar, als Weltmeisterin vom Vorjahr möchte ich natürlich auch bei Olympia um die Medaillen kämpfen. Aber mir ist auch klar, dass man das sowas nicht planen kann. Es muss einfach alles zusammenpassen. Man braucht das nötige Glück dann an dem Tag. Ja, Ziel ist natürlich eine Medaille. Also jeder, der da hinfährt, möchte eine Medaille holen. Aber dem Tag muss einfach alles passen. Das kann man nicht planen. Und ich versuche einfach bis da jetzt so fit zu bleiben, gut zum Trainieren. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
Seit der Einrichtung der FIS-Trainingsstrecke hat sich der Hinterreitlift immer mehr zum Trainingsmecker des Skiweltcups entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hinterreit.at.